Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich werde in meinen Videos in den Kommentaren immer wieder dazu aufgefordert, doch mal ein Video über die Entsorgung von Elektroautobatterien zu machen. Wie funktioniert das Recycling bei Lithium-Ionen-Akkus und vor allem bei so großen Lithium-Ionen-Akkus? Da gäbe es ja angeblich gar keine Konzepte und es wird auch überhaupt nicht gemacht und es wäre total gefährlich, weil es ja eigentlich Sondermüll ist und gerade bei beschädigten Batterien. Da ist die Frage, wie kann man das überhaupt recyceln, ohne sich in Lebensgefahr zu bringen? Dazu habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, habe recherchiert und in diesem Video möchte ich euch mal zeigen, was ich herausgefunden habe. Viel Spaß beim Zuschauen. Lithium-Ionen-Akkus, die gibt es ja nun nicht erst seitdem es Elektroautos gibt, sondern die gibt es schon viele Jahre, viele Jahrzehnte kann man fast schon sagen. Und die Menge an kleinen Akkus, die jedes Jahr anfällt, in Deutschland alleine, ist wirklich erschreckend. Also wir haben hier europaweit 212.000 Tonnen an Lithium-Ionen-Akkus. Alleine die 2015 war es. Also das heißt, das wird jetzt ja noch viel mehr sein. Und das sind nicht Elektroauto-Akkus, sondern das sind Akkus von jedem kleinen Elektrogerät. Sei es der Staubsauger, sei es die Hilti oder sei es irgendein Küchengerät, was ein Lithium-Ionen-Akku hat, auch die kleinen Zellen, die man kaufen kann, wiederaufladbare Batterien, all das gehört dazu. Und es gibt eigentlich tatsächlich eine festgeschriebene, vom Gesetzgeber festgeschriebene Sammelquote, die lag bis letztes Jahr bei 50% und 2019 gibt es ein Batteriegesetz in Deutschland und das schreibt vor, dass die Sammelquote bis mindestens 65% sein soll. Das heißt, alle verkauften Batterien müssen zu 65% zumindest wieder eingesammelt werden und dürfen auf keinen Fall in den Hausmüll. Das heißt, die anderen 45%, die landen dann also im Hausmüll. Bedeutet das ja eigentlich de facto. Dummerweise schafft Deutschland ja nicht mal die Quote von 65%. Also ich glaube, im letzten Jahr lagen wir bei knapp über 50%. Und es gibt in Europa ganz wenig Länder, die das überhaupt erreichen, die über 50% Sammelquote kommen. Das sind aber nur die kleinen Batterien. Und der Rest landet entweder mit dem Elektroschrott, also so ein Gerät, was einen Akku enthält, wird einfach komplett in den Elektroschrott geworfen. Und dann aus dem Augen, aus dem Sinn. Und der Elektroschrott wird irgendwie entsorgt. Und wir wissen ja alle, wo der Elektroschrott sehr häufig landet, nämlich zum Beispiel in Afrika. Und da landen dann eben auch alle Komponenten, die damit zusammenhängen. Und das sind dann auch oft die kleinen Lithium-Ionen-Akkus. Das Thema Akku-Recycling ist also ein ziemlich heißes Eisen und da darf man auch nicht sagen, das ist jetzt nur seitdem es Elektroautos gibt ein Thema. Nein, das Thema Akku-Recycling ist schon sehr lange ein Thema. Nur jetzt werden die Lithium-Ionen-Akkus einfach deutlich größer und es werden in Zukunft eben auch von diesen größeren Akkus viel mehr kommen. Das hat schon angefangen mit den E-Bikes. Und mit diesen ganzen E-Rollern, die jetzt überall wie Pilze aus dem Boden schießen und dann oftmals auch irgendwie in irgendwelchen Flüssen landen oder in Graben oder im Wald, da ist es eben auch ein Problem. Und da muss man wirklich was machen und es wird auch was gemacht. Also abgesehen von Gesetzen, die meiner Meinung nach überhaupt nicht ausreichen, ist es aber so, dass wir beim Thema Elektroauto natürlich von einer ganz anderen Größenordnung reden. So, okay, und wie kann man jetzt ein Elektroauto-Akku recyceln? Da gibt es verschiedene Methoden. Die häufigste Methode, die von den Recyclingfirmen, die momentan so auf dem Weltmarkt mitspielen, angewendet wird, ist die sogenannte thermische Methode. Das heißt, der Akku oder die Zellen werden erhitzt. Also nicht verbrannt, sondern sie werden erhitzt, dass die Metalle und die Kunststoffe, alles was da drin ist, aufschmilzt und über die verschiedenen Schmelzpunkte werden die Stoffe zurückgewonnen. Dazu gehört halt Kobalt, Nickel, Kupfer, das Aluminium, Mangan wird als Schlacke dann zurückgewonnen, aber das Lithium zum Beispiel, das bleibt außen vor. Das liegt vor allem daran, dass im Moment die Mengen an diesen Akkus, die verfügbar sind, also auch mit den Kleinstakkus zusammengenommen, die sind noch zu gering. Und das Lithium hat einen so geringen Preis auf dem Weltmarkt, dass sich, dass der Aufwand für das Wiedergewinnen aus den Altbatterien den Preis einfach nicht rechtfertigt. Das rechnet sich einfach nicht. Und es gibt eine Aussage von den Recyclingunternehmen,
dass sie im Moment ungefähr so pro Jahr 4000 Tonnen Lithium wiedergewinnen könnten, es aber nicht tun, weil es sich nicht rechnet. Es würde sich erst rechnen ab einer Menge von 20.000 Tonnen pro Jahr, die halt in diesen alten Akkus stecken würde, diese Menge. So. Und momentan sind die Akkus halt noch nicht so zahlreich, dass diese Menge erwirtschaftet werden könnte. Das wird sich natürlich zukünftig ändern. Das heißt, beim Hochlaufen der Produktion der ganzen Autohersteller, ihrer Elektroautos, werden inzwischen dann in den nächsten Jahren viel mehr Akkus produziert, sodass die Lithiummenge sich auch für ein Recycling lohnen könnte. Es gibt aber natürlich auch Technologien, die Lithium wiedergewinnen können. Auch bei dem thermischen Verfahren könnte man Lithium wiedergewinnen, nur es rechnet sich nicht. Es wird aber auch schon von anderen Unternehmen gemacht. Es gibt also jetzt schon Unternehmen, die Lithium wiedergewinnen. Das sind dann oft Pilotanlagen. Die haben dann eine Kapazität von, sagen wir mal, 1000 bis 3000 Tonnen Altbatterien pro Jahr. Das sind also die ganzen Batterien, da könnt ihr euch vorstellen, wie viel Lithium dabei rumkommt. Also vielleicht 2% von den 1000 Tonnen ist dann die Menge Lithium. Die gewinnen quasi bis zu 96% der Stoffe in einem Akku wieder. Da gibt es zum Beispiel die Firma Düsenfeld, die sitzt in der Nähe von Braunschweig. Oder da gibt es die Firma Redux, die sitzt in Bremerhaven, die gehört zum österreichischen Saubermacherkonzern. Und die recyceln nach einer Methode, die ohne thermische Erhitzung auskommt, sondern die machen ein ganz pfiffiges Verfahren. Und zwar wird es so gemacht, dass der Akku erstmal tief entladen wird. Und der Witz ist, diese Restladung in den Akkus, die wird sogar in das Firmennetz eingespeist. Und ein Teil des Recyclingprozesses, also die Energie, die dafür verwendet werden muss, die kommt direkt aus den Akkus, die da recycelt werden. Also es wird nicht nur der Akku recycelt, sondern auch der Strom, der noch in den Akkus ist. Das finde ich eine sehr interessante Idee, einen sehr interessanten Ansatz. Und wenn der Akku dann erstmal so einigermaßen tief entladen ist, dann wird er in einem manuellen Prozess, also gerade bei Elektroauto-Akkus, werden die großen Akkus demontiert. Das funktioniert leider momentan noch manuell und das macht es eben so teuer. Und die einzelnen Blöcke, die Zellen sind ja meistens in Blöcke organisiert, die werden dann in einem Schredder zerkleinert. Und Lithium-Ionen-Akkus, habt ihr schon mal was von gehört, die können eventuell explodieren oder brennen und sind saugefährlich. Und deswegen ist dieser Schredder, der wird sozusagen mit einer Stickstoffatmosphäre betrieben. Das heißt, der läuft in einem gekapselten System und dieser Schredder, da ist Stickstoff drin, sodass sich das nicht entzünden kann. Und es gibt kein Problem beim Schreddern von Lithium-Ionen-Akkus, selbst wenn da noch minimale Restladungen drin sind. Und dieses Granulat, was da entsteht, wird immer feiner gemahlen zu so einer Art, ja, fast schon Mehl. Und über Magnete und Abscheider werden die verschiedenen Stoffe wie Aluminium, Kupfer, Nickel, Kobalt vor allem entsprechend wiedergewonnen. Und alles andere, Kobalt gehört ja zu den elektrosensitiven Materialien in so einem Akku. Das heißt, die werden quasi nochmal chemisch behandelt über ein, was war das, Schwefelsäurebad. Und am Ende kann man wirklich 96% aller Inhaltsstoffe aus dem Akku wiedergewinnen. Das ist eine ziemlich gute Quote. Wie gesagt, sind noch Pilotanlagen, ist aber auch so, dass selbst die Betreiber dieser Pilotanlagen sagen, dass sie momentan die Akkus gar nicht bekommen, um selbst ihre 3000 Tonnen im Jahr auszulasten. Das ist also auch noch das Problem, dass die Menge an Akkus von Elektroautos gar nicht so groß ist, die anfällt. Natürlich fällt mal hier einer an, da einer an, beim i3 oder bei der Zoe oder bei einem Nissan Leaf. Da fallen jetzt Akkus an, die sind ja auch schon länger auf dem Markt. Auch bei Tesla gibt es so langsam den ein oder anderen Akku, der eben entsorgt werden muss. Nur wir dürfen eben auch nicht vergessen, so ein Elektroauto-Akku hat eben eine sehr hohe Lebensdauer, ganz anders als von vielen eben behauptet wird. Also ich sag mal, 2 Jahre und oder 5 Jahre und 160.000 Kilometer, das ist Unfug. So ein Elektroauto-Akku hält viel länger, der hält teilweise bis zu 10 Jahren. Wenn man bedenkt, 1000 Ladezyklen, ein Akku hat 300 Kilometer Reichweite, macht 300.000 Kilometer, was so ein Akku hält. Und wie lange braucht es, bis ein Auto 300.000 Kilometer fährt? Das ist locker mal über 10 Jahre, in der Regel, außer für Vielfahrer. Sodass so ein Akku, selbst wenn er dann aus dem Auto kommt nach 10 Jahren, nicht unbedingt auch sofort recycelt werden muss, sondern der hat auch natürlich noch eine Kapazität von, sagen wir mal, 80% oder auch nur 70%, aber selbst dann, ich meine, so ein 100 Kilowattstunden Akku, der noch 70% Kapazität hat,
Was kann man mit dem alles noch machen? Der kann noch viele Jahre als Zwischenspeicher irgendwo stehen. Und es werden ja eben auch jetzt schon, gerade bei so großen Anlagen, die mit Photovoltaik arbeiten, da werden ausgediente Elektroakkus als Zwischenspeicher eingesetzt. Bestes Beispiel, das Fußballstadion in Amsterdam. Da werkeln 148 Nissan Leaf-Akkus als Zwischenspeicher für die Photovoltaik und können da 3 Megawatt speichern. VW zum Beispiel baut jetzt, oder ab 2020 beginnt es, die Produktion, die bauen mobile Powerbanks. Das sind ja, große Container, die so in Form einer Ladesäule stehen. Die sind transportabel und die haben 360 Kilowattstunden Kapazität und dort sollen eben ausgediente Akkus montiert sein, die bis zu 4 Autos gleichzeitig laden können und bei 360 Kilowattstunden, je nach Akkugröße, kann man damit 15 Autos vollladen und dann müssten die Powerbanks wieder gefüllt werden. Das ist ein interessantes Konzept und das will VW zum Beispiel einsetzen bei Großveranstaltungen, auf irgendwelchen Parkplätzen, überall da, wo keine Stromnetze sind, kann man auch für Notfälle irgendwo hinfahren. Also das ist auch eine interessante Idee. Und dann irgendwann kommt es soweit nach vielleicht 15 Jahren oder vielleicht sogar erst nach 18, 20 Jahren, dass so ein Elektroauto-Akku im Normalfall, ich rede hier vom Normalfall, also von der großen Masse, recycelt werden muss. So, und wenn es jetzt Artikel gibt, die dann sagen, die dreckige Wahrheit der Mobilitätswende und es gibt gar keine Recyclingkonzepte, die Industrie ist gar nicht vorbereitet auf die große Menge von anfallenden Elektroakkus, dann ist das teilweise richtig. Nur die Wahrheit ist halt, die große Menge an Elektroauto-Akkus, die recycelt werden müssen, die gibt es einfach noch nicht. Also es macht überhaupt keinen Sinn, heute eine riesengroß industrielle Anlage aufzubauen zum Recyceln von Elektroauto-Akkus, weil die würde in den nächsten 10 Jahren so gut wie nichts zu tun bekommen. Wer macht sowas? Wer würde da Milliarden versenken, um so eine Anlage so viele Jahre nicht auszulasten? Das ist natürlich betriebswirtschaftlich Unsinn. Deswegen gibt es noch keine großen Anlagen. Es gibt einen Weltmarktführer, das ist die Firma Umicore, die sitzt in Belgien. Die recyceln bis zu 7000 Tonnen im Jahr oder da möchten sie hin. Momentan sind sie fast völlig ausgelastet durch die Kleinakkus. Aber wenn die Elektroauto-Akkus eben langsam hochlaufen, dann sind sie darauf vorbereitet und können auch ihre Kapazitäten ausbauen. Das sind die, die dieses thermische Verfahren anwenden. Und die stehen halt auf dem Standpunkt, thermisches Verfahren ist ideal für alle möglichen Typen von Akkus, weil man dort eben keine Rücksicht nehmen muss auf die Bauform oder auf sonst irgendwas, sondern der Akku wird eingeschmolzen und dann kann man die Stoffe zum großen Teil wiedergewinnen. Und das ist auch das Verfahren der Wahl, wenn ein Akku beschädigt ist. Das heißt, wenn man eben nicht deinen Akku von Hand demontieren müsste, dann kann man den thermisch aufschließen und entsprechend die entsprechenden Komponenten in dem Akku wiedergewinnen. So, und wir müssen natürlich zu einer Quote kommen, die höher als 70% ist, wie Umicore sie momentan anstrebt. Also Umicore hat eine Recyclingquote von 70% der Materialien und technisch machbar ist viel mehr. Also 96% schafft eben schon Düsenfeld in Braunschweig mit ihrem chemischen Verfahren und auch VW. Ja, VW, die bauen nämlich in Salzgitter gerade eine Zellfertigung auf. Und was kommt nach der Zellfertigung? Natürlich logischerweise das Zellrecycling. Und da sind sie auch gerade dabei. Natürlich erst in der Planung, weil es gibt die kaputten Akkus noch nicht. Aber sie planen direkt neben der Zellfertigung ein Recycling und dort erstmal auch als Pilotanlage. Die haben da eine Kapazität von ungefähr 1000 bis 1200 Tonnen im Jahr. Das entspricht übrigens 3000 Autos, Akkus, also 3000 Akkus aus Elektroautos können wir pro Jahr recyceln. Und die setzen auch auf dieses chemische Verfahren und wollen dort eben auch über 90% der Materialien wiedergewinnen. So, das heißt also, entschuldigt bitte, bin ein bisschen erkältet, ab und zu habe ich noch ein bisschen Husten, ist aber fast schon weg. Es heißt also, dass erstens, das Thema Akku-Recycling ist nicht erst seit Elektroautos natürlich aktuell und auch kritisch. Aber zweitens, es gibt Unternehmen, die das machen. Es gibt auch großindustrielle Konzepte. Es gibt zwei verschiedene Verfahren, das thermische Verfahren und das chemische Verfahren. Beide haben ihre Berechtigung für verschiedene Einsatzzwecke zu nutzen. Und vor allem,
was große Autohersteller wie VW jetzt machen werden, die eben die Masse in den nächsten Jahren auf den Markt bringen, also ab 2025 irgendwie die Millionen Autos pro Jahr, die, ob sie das erreichen, sei mal dahingestellt, aber die bauen parallel zu ihren Akkufertigungen auch Recyclingstationen auf. Und ich finde, dass Autohersteller eigentlich dazu verpflichtet werden müssten, die Akkus ihrer Fahrzeuge selbst wieder zurückzunehmen und dann wieder zu verwerten. Und VW will das auch machen. Die werden ja wirklich mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie diese rollenden Rohstofflager, die so ein Akku im Prinzip ist, wenn sie das einfach ignorieren würden. Ich meine, die müssen ihre Rohstoffe für die Zellfertigung teuer einkaufen, haben aber eigentlich ein riesen Rohstofflager auf der Straße. Das heißt, wenn die Akkus kaputt sind, werden die natürlich alles dafür tun, dass sie diese wieder selber recyceln können, um die Rohstoffe wiederzugewinnen. Denn jeden Rohstoff, jedes Kilo, was sie nicht an Lithium, Kobalt oder Nickel kaufen müssen, das spart doch bares Geld. Also könnt ihr euch auch vorstellen, dass natürlich VW und auch die anderen Autohersteller ein großes Interesse daran haben. Aber ich muss zugeben, VW, muss ich meinen Hut ziehen, die sind da wirklich sehr weit vorne, was die Autohersteller in Deutschland angeht. Und das hätte man vor ein oder zwei Jahren von denen, also ich zumindest, hätte das nicht erwartet, dass sie das wirklich machen und dass sie diese Konzepte auch wirklich in die Tat umsetzen. Das ist aber so. Und von daher ist, was das Thema Akku-Recycling zumindest bei Elektroautos angeht, muss ich zugeben, dass ich mir da eigentlich gar keine Sorgen mache, weil das wird gemacht, die Unternehmen, die Industrie dafür ist im Aufbau. Und da denke ich mal, sollte man den Kritikern auch sagen, das Thema ist gelöst. Also Akku-Recycling bei Elektroauto-Akkus ist kein Problem. Ein Problem ist es eher bei den vielen, vielen Millionen Kleinakkus. Und da wird einfach viel zu viel noch in den Hausmüll wandern. Also ein Elektroauto-Akku, denke ich mal, wird nie in den Hausmüll wandern. Und er wird auch nicht auf lange Sicht auf irgendwelchen Sondermülldeponien wandern. Das halte ich im Prinzip für ausgeschlossen, weil dafür sind die Rohstoffe in dem Akku viel zu wertvoll. Kurzer Überblick, viel geredet. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was davon mitgenommen von meinem Video. Und wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und ja, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.